Es tut mir furchtbar weh. Es ist für mich sehr schmerzhaft, von Gott her gesehen, wenn man gegen die Kirche schimpft. Gebt Acht. Es gibt einen Unterschied. Es gibt die Kirche und es gibt das Bodenpersonal der Kirche. Die Kirche ist das, was aus dem Herzen Jesu hervorgegangen ist am Kreuz. Das ist heilig. Gott hat mehrfach, der Heiland, darüber gesprochen. Verurteilt nicht die Braut Christi, denn das ist sie auch, die Kirche. Hat nicht der Heiland, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus seine Kirche liebt. Kirche, das sind die Rechtgläubigen, die Gläubigen, die versuchen, Gott wohlgefällig zu leben. Dann heißt es noch, es hat überhaupt keine Kirchen gegeben. Oh doch! Wo man unter Kirche jetzt eigentlich mehr die Gläubigen meint damit und nicht die steinernen Gebäude, aber das ist eben der Unterschied bei uns Katholiken, Orthodoxen, Altchristen, noch Einzelne, wo an die Verwandlung glauben dürfen, dass bei der Wandlungsworte des Priesters der Heilige Geist durch den Priester das Brot verwandelt in den Leib Christi. Und das natürlich kann man nicht irgendwo an den Baum hochhängen oder irgendwo in eine Schublade rein. Ja, logisch. Und als dann bei den Aposteln so viele Gläubige kamen, und wo sie sogar noch, mussten sie einen Ort haben, wo sie zusammenkommen konnten, konnten nicht mehr draußen, es gab ja schon Schwierigkeiten. Es gab dann reiche Patrizier, Römer, wo dann auch gläubig wurden und ihre Paläste zur Verfügung stellten. Oder sogar noch solche, wie heißt das schon wieder, wo man Gemüse und alles kauft, die großen Hallen. Und so sind halt die, wie sagt man schon wieder, Basiliken, ja, danke. Die Basiliken, die Kirchen, seht ihr, es ist immer noch wie dazu mal diese großen Marktstände mit den drei Schiffen. Der Mittelgang und zwei Nebengänge. Da waren sie schon da. Und was war denn das Abendmahl mit Christus? Wo er das Heilige Messopfer einsetzte, wo er übrigens sagte, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tu dies so oft, wie es tut. Dies, was ist dies? Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tu dies wieder, jedes Mal, wenn ihr es tut. Zu meinem Gedächtnis. Zur Erneuerung. Dann haben sie natürlich immer auch wieder etwas Vorrat gehabt vom Leib Christi. Da mussten sie ja irgendetwas haben, wo sie den Leib Christi ganz sicher versorgen konnten bis zur nächsten Versammlung oder Kommunion. Und da gab es dann eben besondere Behältnisse. Früher in uralten Kirchen, da war einfach eine große Taube, so in Form, die konnte man runterlassen. Und dann gab es ein Türchen, da hat man dann den Leib Christi hineingelegt für die nächste Kommunion. Wieder geschlossen und wieder hochgezogen. Die Kirche sind also die Gläubigen zusammen.
Der sollte aber eben auch ein Priester sein, der auch wieder das kann verwandeln. Wenn ich aber denke, so ist in einer solchen Kirche wird gebetet, so hoffe ich, da wird gebetet, wird gerungen um Gebet bei Gott. Der Heiland erscheint immer wieder auf dem Altar. Und da ist doch eine unglaubliche Kraft in dieser Kirche. Von den alten Gebeten und vorwiegend, weil der Heiland drin ist, ist er so eine Kirche, so ein steinernes Gebäude, nicht auch heilig? Wo die größten Sakramente vollzogen werden? Und wenn ich jetzt an, ich glaube, korrigiert mich, wenn es falsch ist, in der Diözese Köln wird eine wunderbare, erhabene Kirche geschlossen, weil sie kein Geld mehr haben. Aber dieser Bischof, heißt er nicht Wölkli oder so, ja, dieser Bischof oder respektiv, ich weiß nicht, ist er schon Erzbischof sowieso, dieser hat Geld gesammelt, das ist doch schön, oder? Er hat wahnsinnig viel Geld gesammelt für die Migranten. Die Kirche Gottes lässt, sind jetzt schon Kirchen und wunderbare Klöster verkauft worden von der Kirche. Ich sage nochmal, dieser Erzbischof Wölkli hat Millionen von Euro für die Migranten gesammelt. Das heißt, die Kirche Gottes, die Wohnstadt Gottes hier auf Erden, hat er weggegeben. Schöne Kirchen und Klöster. Also Gott muss ausziehen, damit die Migranten da Platz haben. Und aus diesen Kirchen machen sie oft Disco-Bar, Cafés, Hotel, ja sogar zu einer Moschee. Noch viel Schlimmeres noch. Sogar Sextempel, Außenkirchen. Wenn ihr den Gräueln heiliger Städte seht, zieht aus, mein Volk, daraus, damit ihr nicht teilhabt an der Sünde. Ich mache heutzutage einen Riesenunterschied zwischen einem Flüchtling und einem Migranten. Flüchtlinge, wenn sie tatsächlich Flüchtlinge sind, selbstverständlich ist es sogar die Pflicht eines Christen. Aber dass da Migranten kommen, dass man denen Milliarden von Euro hinwirft und aber die eigenen Bürger, die alten Leute, nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen, ist das christlich? Wie blind ist doch das Volk geworden. Gebt doch Acht. Ich warne euch, was ich nur kann. Ihr seid genau wieder so still und schweigende Lämmer wie dazumal beim Hitler. Hat denn das Volk, der Bürger, gar nichts gelernt? Es gibt einen Spruch, der ist gültig, egal ob du eine Ordensgemeinschaft, ob eine Gemeinschaft, eine religiöse Gemeinschaft, ob die Kirche. Das alles sollte ja eine Elite sein. Und da heißt es, eine Elite geht niemals durch Angriffe von außen
sondern alleine durch Fäulnis im Innern zugrunde. Eine Elite geht niemals durch Angriffe von außen, sondern allein durch Fäulnis im Innern zugrunde. Und das ist im Vatikan. Ich rede ja, ich bin ja dort gewesen, über 2 Jahre im Vatikan drinnen. Ich weiß, was ich sage. Es kann da nicht mehr der Heilige Geist wirken. Es ist nicht möglich, wenn man selbst von dort Morde begeht, wenn man von dort Homosexualität pflegt, die dann nachher wieder das Messopfer feiern, wenn man selbst, wie heißt es bei Kindern? Pädophilität. Ich rede nicht nach, ich weiß es.